So, hallo ihr Lieben, wie vielleicht schon ganz, ganz viele von euch auf den ganz verschiedenen Plattformen mitbekommen haben, biete ich zum ersten Mal in diesem Jahr einen Mathe-Abitur-Crashkurs hier in Dortmund an. Und natürlich werde ich diesen Kurs persönlich halten. Und heute gibt es die ersten öffentlichen Informationen, die ich endlich preisgeben kann dafür. Und ich glaube, es wird jetzt die nächsten Tage Schlag auf Schlag gehen und so weiter und so fort, denn wir arbeiten schon mit Hochdruck an den ganzen Inhalten, an den ganzen ja, organisatorischen Sachen und so weiter und so fort. Doch, da du sicherlich, falls du aus Dortmund oder Umgebung kommst und dieses Jahr Abitur machst, auch ein paar Informationen gerne schon hättest, folgen sie heute jetzt in diesem Video. Ja, hier also die ersten richtig öffentlichen Informationen. Ich weiß zum Beispiel, dass ich schon ein paar Instagram-Postings dazu gemacht habe oder dass ich mich dazu schon öffentlich geäußert habe, dass es diesen Kurs dieses Jahr geben wird und dass mich schon ganz, ganz viele Menschen per DM angesprochen haben, hey, ich möchte unbedingt daran teilnehmen. Oder sogar, dass meine persönlichen Nachhilfeschüler in ihrer eigenen Schule von anderen Mitschülern angesprochen werden. Daher jetzt hier die ersten öffentlichen Informationen. Nun, der Mathe-Abi-Crash-Kurs wird voraussichtlich definitiv, was heißt voraussichtlich definitiv, er wird auf jeden Fall nach den Osterferien stattfinden. Die erste Woche peile ich an. Und je nachdem, wie viele Menschen sich anmelden, würde ich das gerne in zwei Gruppen aufteilen. Erste Woche nach den Osterferien und zweite Woche nach den Osterferien. Wenn sich nicht genug Menschen anmelden, dann wird es definitiv die erste Woche nach den Osterferien sein. Und es werden die Inhalte der Qualifikationsphase angesprochen, beziehungsweise besprochen, erklärt, geübt und so weiter und so fort. Dadurch, dass ich natürlich weiß, dass die abiturrelevanten Inhalte natürlich schon vorher anfangen, teilweise sogar schon in der 9. Klasse, arbeite ich zum Beispiel gerade daran, dass ihr vorab, wenn ihr euch tatsächlich angemeldet habt, eine Art Online-Kurs bekommt mit den relevanten Themen, die in der Unterstufe oder in der Einführungsphase thematisiert wurden, sodass ihr die nochmal auffrischen könnt, dass ihr Lücken schließen könnt, sodass wir dann schlussendlich natürlich am Start dieses Kurses auf jeden Fall nicht mehr so viele Lücken habt, beziehungsweise im besten Fall natürlich gar keine Lücken habt. Und da arbeiten wir gerade Online-Kurse raus, wir arbeiten Übungsblätter heraus, wir arbeiten Lösungsblätter heraus, wir arbeiten Schrittepläne heraus, wir arbeiten gerade daran, verständliche Grafiken zu erstellen, die dir, wenn du sie dir einmal einprägst, immer anwenden kannst und so weiter und so fort. Und das gibt's natürlich auch dann in diesem Kurs. Also, das heißt, wir werden erst einmal vor diesem eigentlichen Kurs für eine Art Vorwissen sorgen. Das ist für mich ganz, ganz wichtig, da wir natürlich bei so einem Crashkurs eine begrenzte Zeit haben und ich mich da auf die Inhalte der Qualifikationsphase konzentrieren möchte, da sie tendenziell etwas schwieriger sind als die Inhalte, die zwar auch abiturrelevant sind, aber schon etwas leichter sind. Ich glaube, die Nummer ist klar. Das heißt, wir sorgen gerade dafür auf jeden Fall, dass ihr alle Themen angesprochen bekommt, nicht nur die aus der Qualifikationsphase. Natürlich werden wir auch das Vorwissen abfragen in verschiedenen Übungseinheiten und so weiter und so fort. Was es definitiv auch geben wird, es wird eine exklusive Facebook-Gruppe geben, die tatsächlich für die Menschen nur reserviert ist, die sich angemeldet haben. Denn ich möchte natürlich genau diese Menschen besonders betreuen. Da werde ich zum Beispiel Livestreams machen. Ich werde euch die Möglichkeit geben, mir Fragen zu stellen, teilweise auch sogar noch nach dem Crashkurs hier in Dortmund. Das heißt, wenn wir dann noch ein bisschen Zeit zum Abitur, zu den eigentlichen Abiturklausuren haben, dann werde ich immer noch euch weiter betreuen und euch zur Verfügung stehen, sodass dann schlussendlich auch dann quasi, wenn ihr danach noch weiter lernen solltet und Fragen aufkommen werden, dass sie auf jeden Fall beantwortet werden. Denn für mich sind es drei Phasen. Du brauchst eine Vorbereitung, das heißt, dass du erst einmal Vorwissen hast, das du brauchst, definitiv. Dann werden wir vor Ort arbeiten und dann wird es natürlich auch noch eine Nachbereitungsphase geben. Ja, wie ich gerade schon gesagt habe, das Ganze wird in Dortmund stattfinden, tendenziell in der ersten Woche nach den Ferien. Und der Preis wird in etwa, bitte schlagt mich nicht, wenn es teurer wird, wenn es günstiger wird, dann werdet ihr es sowieso nicht tun, ungefähr an die 200 Euro liegen. Es wird definitiv mindestens 3 Tage sein und es werden mindestens noch 4 bis 5 Livestreams geben. Und es wird definitiv noch eine Woche lang Nachbereitung geben, in denen ihr mir trotzdem noch Fragen stellen könnt. Und das, so ungefähr, ist jetzt erst einmal so die Grundstruktur, die wir uns gerade überlegen für diesen Online-Kurs. Die Tage vor Ort werden folgendermaßen aussehen. Wir werden vormittags eine, 3 Stunden auf jeden Fall, vielleicht sogar 3,5 Stunden eine Übungsphase haben. Dann wird es eine Mittagspause geben. Dann wird es nochmal eine 3,5-stündige oder eine 3-stündige Arbeitsphase geben. Das heißt, diese Tage werden dann komplett wahrscheinlich für diesen Kurs draufgehen.
Und jetzt meine Frage an dich. Hast du Bock drauf? Willst du daran teilnehmen? Wenn ja, brauche ich von dir ein paar Informationen vorab. Ich habe eine Umfrage erstellt, die du bitte bei Interesse ausfüllst. Das Ausfüllen dieser Umfrage ist natürlich noch keine Anmeldung, ne? Nur dann weiß ich schon mal, okay, wie viele Menschen interessieren sich dafür. Splitte ich das in zwei Gruppen? Wie groß muss die Location sein? Denn ich habe da zwei, drei Räume im Blick, die genau die Anforderungen haben, die ich brauche. Ich brauche zum Beispiel einen Flipchart, ich brauche einen Beamer und so weiter und so fort. Also ich habe da einen gewissen Standard, sodass wir da von den Äußerlichkeiten eine perfekte Lernumgebung haben. So, und ja, daher bitte nimm dir die 2, 3, 4, 5 Minuten Zeit, füll die Umfrage aus und dann bei den Interessenten werde ich mich ja natürlich auch noch persönlich melden. Bitte vergiss nicht, deine E-Mail-Adresse auch mitzugeben. Warum deine E-Mail-Adresse? Nun, ich brauche natürlich irgendeine Kontaktmöglichkeit mit dir. Das heißt, ich möchte bitte, dass nur die Menschen tatsächlich diese Umfrage ausfüllen, die wirklich Interesse haben, die wirklich Bock drauf haben, mit mir nochmal als Crashkurs kurz vorm Abitur nochmal alle Themen durchzugehen. So. Und wenn du selber noch Fragen hast, die ich jetzt zum Beispiel in diesem Video nicht geklärt habe, dann bitte schreib einfach unter diesem Video in die Kommentare oder beantworte dieses Video, je nachdem. Ich werde dieses Video natürlich auf verschiedenen Plattformen posten, daher auch dieses etwas ungewöhnliche Format auf einigen Plattformen. Oder schreib mir eine DM bei Instagram. Ihr kennt mein Instagram-Profil, falls ihr nicht jetzt gerade sogar selber schon auf Instagram seid. Wenn nicht, dann blende ich es einmal hier kurz ein. Da werde ich natürlich auch noch weitere Fragen klären. Und ja, ich habe Bock drauf. Ich brenne wie Feuer. Und ich kann einfach nur versprechen, das Ding wird definitiv lückenlos sein und ich werde alle Fragen beantworten, die ihr irgendwie in dieser Phase haben werdet. Das heißt, mein Ziel ist definitiv, dass ihr kurz vorm Abitur so dasteht, dass ihr keine Fragen mehr habt. Und ja, falls du Bock drauf hast, ich freue mich, dich dann auch mal bald persönlich kennenzulernen, mit dir persönlich zu arbeiten. Und das war es jetzt von mir für heute. Ich bin gespannt, wie das Feedback ist und an alle Leute, die nicht aus der Umgebung kommen. Ich kann versprechen, dass wir 2021 anpeilen, das Ganze auch als Online-Kurs rauszubringen. Auch da wird es natürlich dann nochmal Livestreams geben, wo man mir persönlich Fragen stellen kann und so weiter und so fort. Das heißt, dieses Jahr will ich es unbedingt vor Ort durchführen. Ich werde es auch wahrscheinlich nächstes Jahr vor Ort durchführen. Aber dann wird es noch zusätzlich das Angebot geben, dass man das Ganze online irgendwie hinbekommt, sodass ich ganz, ganz vielen Menschen die Angst und die Lücken vor dem Abitur nehmen kann. Das war's von mir für heute. Ich freue mich auch übrigens auch von allen Leuten, die jetzt nicht aus Dortmund kommen, über Feedback, wie ihr die Idee findet. Schreibt gerne mal einen Kommentar, bewertet dieses Video und vor allen Dingen, und damit könnt ihr mich unterstützen, teilt dieses Video. Das war's jetzt wirklich von mir für heute und eine Sache steht immer fest, deine Mathe-Note hängt eben nicht vom Zufall ab.